Wir schauen uns heute das Soundkick-Soundsystem von Soundfreak an. Sound. Ist ein drahtloses Bluetooth-Soundsystem mit einem integrierten Akku. Wir haben hier die Schachtel mal vor uns zu liegen, die haben wir schon ausgepackt. Wollten da aber hinten noch einen Blick drauf werfen wegen der Illustration. Das Soundsystem selbst ist relativ schmal und kompakt, hat hinten aber noch einen extra Bassklangraum dran, der ausgezogen werden muss, ehe man das einsetzen kann. Die ganze Sache haben wir hier live. So sieht die Kiste aus. Relativ kompakt, relativ schmal, wenn wir uns die so anschauen. Die ist jetzt noch nicht ausgezogen hinten, die extra Box. Gucken wir uns gleich an. Wir haben auf der Rückseite hier einmal einen USB-Port. Der integrierte Akku des Soundsystems kann nämlich auch dazu benutzt werden, externe Geräte aufzuladen. Das heißt, wenn man hier ein iPhone mit verbunden hat, was ja sein Audiosignal über Bluetooth an das Gerät sendet, kann man hier trotzdem noch den USB-Port benutzen, um Strom rauszuziehen. Der integrierte Akku reicht für 7 Stunden kontinuierliche Musikwiedergabe. Wie oft damit das iPhone geladen werden kann, haben wir bis jetzt noch nicht ausprobiert. Ich denke mal, für eine Ladung wird es reichen, mehr wahrscheinlich nicht. Eine kleine Einschränkung, benutzt man den USB-Port hier hinten, um sein Gerät zu laden, lässt sich die Lautstärke des Soundsystems nur noch auf ungefähr 60% hochschrauben. Mehr geht dann nicht mehr. Wir haben hier unten noch eine kleine LED, vielleicht kann man die sehen, unter dem USB-Port. Die zeigt an, wenn man den Soundfreak hier selber lädt, also wenn man das Gerät an die Steckdose rantut, wann der fertig aufgeladen ist. Auf der anderen Seite haben wir hier noch eine Klinkenbuchse, um externe Audioquellen, die keinen Bluetooth haben, hier anschließen zu können, meinetwegen einen Discman oder so, einen iPod Shuffle. Obendrauf sind die Bedienelemente. Fangen wir hier mal links an oder drehen wir das Gerät vielleicht mal um und fangen wir hier links an. Die Tasten erklären sich von selbst. Lied zurück, Lied nach vorne, Play und Pause. Der Pair-Button ist dafür da, wenn das Gerät das erste Mal gepairt wird, sage ich schon. Wenn der Soundkick hier das erste Mal mit einem iPhone verbunden wird, drückt man auf den Pair-Button und kann dann die Bluetooth-Verbindung herstellen. Auf der anderen Seite haben wir den Power-On-Off-Button, Lautstärke, Bedienung und den UQ3-Knopf. Damit lässt sich dann nochmal so ein Klangverbesserungsalgorithmus aktivieren. Aber schauen wir uns die Kiste jetzt erstmal an. Die Tasten hier oben sind nicht hintergrundbeleuchtet. Ist im Dunkeln ein bisschen schade, wenn man das Ding mit in den Park nimmt. Dafür ist hier vorne noch eine LED eingelassen. Die sehen wir gleich, wenn wir das Gerät mal anschalten. Was soll man noch dazu sagen? Die Tasten selbst sind berührungsempfindlich. Da muss nicht gedrückt werden, außer bei der Power-Taste. Die braucht einmal so einen richtigen Klick, damit sie auch angeht. Ja, wenn wir das Soundfrack bzw. den Soundkick jetzt benutzen möchten, müssen wir hier hinten diese klangverstärkende Box ausziehen. Hier sind dafür 2 Rillen eingelassen. Da fasse ich einfach mit meiner Hand rein und ziehe die Geschichte raus, bis ich hier diese kleine weiße Linie sehe. Sobald ich die rausgezogen habe, kann ich das Gerät jetzt hinstellen. Und da kommen wir auch dazu, zu dieser Illustration, die wir auf der Packung hinten gesehen haben. Da steht halt dann ein bisschen schräg. Normalerweise so wäre es gerade, aber es steht hinten so schräg auf dem Fuß draus von diesem Klangkörper, den wir da ausgezogen haben. Ja, und jetzt kann die ganze Geschichte eigentlich benutzt werden. Ich würde vorschlagen, ich hole mir mal das iPad. So, das iPad haben wir jetzt hier zu stehen. Den Soundfrack selbst können wir anmachen. Dazu drücke ich hier einmal oben rechts drauf. Wir sehen, die LED hier unten leuchtet weiß. Im besten Fall müsste sich das iPad jetzt automatisch verbinden. Wir können hier mal raufgucken. Wir sehen hier, der Soundkick wurde erkannt. Ich verwechsle immer, müsst ihr mich entschuldigen, Soundfrack, Freak und Soundkick miteinander. Aber da kommt man sicherlich mit der Zeit rein. So, der ist jetzt nicht verbunden, sehen wir. Ich tippe hier oben einmal rauf. Der müsste sich dann automatisch verbinden und hat die Verbindung hergestellt. Jetzt können wir die Musikapplikation unserer Wahl aufmachen. Das ist in unserem Fall Ardio hier. Spielen meinen Song an. Die ganze Sache auch zu demonstrieren. Zack. Das Lied läuft jetzt direkt hier auf dem Gerät drauf. Die LED ist ganz nett gemacht, die leuchtet unten oder blinkt unten so ein bisschen, egal was ich da für ein Bedienelement nutze. Ich kann ja auch auf Pause drücken, zack, kriegt da unten einmal aufgeleuchtet die Sache, kann einen Song weiter switchen und ja, einfach meine Musik spielen lassen. Ist ein praktisches Soundsystem für einen Park, würde ich mal sagen. Ist wie gesagt relativ kompakt, gerade wenn man hinten diesen Bass-Speaker eingefahren hat. Den kann man übrigens, wenn man den nicht mehr braucht, einfach so einklacken. Und macht damit auch das Gerät sofort aus. Also sobald hinten dieser extra Soundraum nicht mehr ausgefahren ist, ist das Gerät auch deaktiviert, verbraucht keinen Strom mehr.
trennt die Bluetooth-Verbindung zum iPad oder zum iPhone, falls das eben noch an war, und ja, kann mitgenommen werden. Es ist keine Schutztasche mit dabei, muss man vielleicht noch dazu sagen. Im Lieferumfang selbst, der ist auch relativ reduziert, liegt einmal das Netzkabel mit bei. Klassiker, halt normales Ladekabel für die Steckdose und ein kleines Klinkenkabel, womit wir dann entsprechende alternative Soundquellen an das System anschließen können. Die Kiste kommt am 20. Juni, glaube ich, in Deutschland auf den Markt, soll dann 119 € kosten. Und ja, wir sind so ein bisschen zwiegespalten. Also wie gesagt, für einen Park sicherlich das perfekte System. Ist kompatibel, man gleich immer einen externen, kompatibel sage ich schon, ist kompakt. Man hat gleich immer einen externen Akku mit bei. Einen großen Raum füllt das jetzt nicht unbedingt mit Klang, aber wer am Strand liegt oder irgendwie eine kleine Bootsfahrt macht, der hat hier halt Klang mit dabei und muss sich keinen Kopf machen. Wie gesagt, eine Tasche hätten Sie ruhig noch dazulegen können. Die Tasten hier oben hätten Sie vielleicht im besten Fall auch noch mit einer Hintergrundbeleuchtung ausstatten können. Ansonsten tut es seinen Job und liefert eine ganz ordentliche Soundqualität. Eine Negativanmerkung noch. Soundfreak bietet auch eine iOS-Applikation, die als Fernsteuerung benutzt werden kann. Ja, die braucht man für das Gerät aber nicht, denn mehr oder weniger alle Funktionen, die die Fernsteuerung bietet, die lassen sich auch über die jeweilige Applikation regeln, mit der man seinen Sound an das Gerät überträgt. Also wenn wir uns das hier mal angucken bei Audio, ups, wir haben hier Play, Pause und Lautstärke und viel mehr gibt es auch bei der Soundfreak iOS-Applikation nicht. Ich glaube, damit sind wir soweit durch. Wir sagen danke fürs Zuschauen und wünschen noch einen angenehmen Tag.